Hallo meine lieben Freunde, was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Part von Batman Arkham Knight. Ja, wir haben ja im letzten Part aufgehört, ja genau, das da haben wir auch noch gemacht hier. Und hier haben wir den im letzten Part aufgehört. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ich weiß, du bist da unten, Bats, und ruinierst meine Pläne. Bleib ruhig! Ich schicke ein... Okay, warte. Drain erst mal was ab. Wie wär's mit... Was ist das? Erhöht die Effizienz des Standard-Batterings und verlängert. Digga, was für Batterings? Kein Bock mehr auf die Scheiße. Wir holen uns jetzt erstmal das verbesserte Hacken. Ja, was komm? Ich hab ein bisschen Schiss. Jo, 3 oder 2. LOL, ich hab darauf jetzt gar nicht Bock gehabt. Ich dachte, es wären 2. Nö, also das finde ich auch nicht geil. Nein, ich bin so lost, Digga. Ich hab die ganze Steuerung verloren. So! Ich weiß, ich glaube, es kommen in dem Kampf hier 2 Wellen. Also ich habe schon mal schlecht angefangen. Also wenn ich das jetzt hier verliere, wäre es kein Wunder. Genau. Aber dafür haben wir das große Ding hier. Grün und Blau. Ich weiß ja nicht, an welcher Schule du warst. Nein, ich drücke mal Doppel-X, aber irgendwie will es nicht so, wie ich will. Du bist tot, Batman. Ja, ausweichen läuft wieder. Also irgendwie kann ich das in dem Teil nicht. Ich mach Hackfleisch. Dein Gesicht wird ganz schön blutig. Jetzt mach es doch. Hat das doch gezählt? Wenn ich jetzt noch mal einen Fail mache, dann schalte ich das nicht mit rein. Wie konnte er mich doch treffen? Hauptsache ich drück Doppel X, Alter. Das macht manchmal so aggressiv, wenn man die Taste drückt. Aber es zählt einfach nicht. Bringt real nix. So schlecht. Auf so einem kleinen Raum ist das so hardcore schwierig, ohne Shit. Glaubt mir da mal. Aber wie gesagt, diese Kämpfe werden es bald nicht mehr geben. Mm-hmm.
Ja, dumm. Wo man hier so wenig sieht. Also weil der sich so dumm bewegt, ist dann relativ schwierig abzuschätzen, ob man jetzt den Gegner trifft oder nicht. Na guck, jetzt bewegt er sich zum Beispiel in die Richtung, obwohl ich... So hardcore schwierig. Aber es hilft schon sehr viel, dass man mit dem Venom die Gegner noch so schön wegstoßen kann. Ja, Junge, er macht so viel Damage! Fuck! Wenn ich das jetzt verkacken würde, wäre es so hart peinlich für mich. Aber es war knapp, aber es ging. Okay. Es geht wahrscheinlich hier hoch. Ist schon wieder zu episch für so einen kleinen hässlichen Moment. Hey, hey, es kann ja nur hier lang gehen. Ah, da. Manchmal bin ich auch so blind. Sehr, 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 sehr komisch. Einfach schon Spinnenzeichen einzupacken. Wie gesagt, Musik wieder viel zu episch für so einen kleinen Moment. So, ich glaube, wenn wir uns jetzt ziemlich... Genau. Es gab mal einen Glitch, dass du unter dem Teil durchglitschen konntest, dann warst du nicht hier oben. Ja. Glaube ich auch sehr, sehr belastend dann für den Spieler. Aber das dürfte schon heftig, sich hier die ganze Zeit so hoch zu... Okay, that's my baby, my boy, that's my lady, and John. So. Mm.
Alter, so langsam geht mir das ein bisschen auf die Nerven. Gut, wir haben eine neue Batclaw. Gut, es wird uns alles beigebracht mit ihr, dass wir sie vielfältig annutzen können. Aber so langsam ein bisschen nervig. Immer von ihr Gebrauch zu nehmen. Okay. Ivy wird stärker. Ich muss sie aufhalten. Wo war Ivy? Ich glaube, sie ist noch im Garten, wo du sie gelassen hast. Aber sie beherrscht ihn jetzt. Du läufst in die Falle. Das glaubt sie jedenfalls. Wo ist aber der Botanic Gate? Natürlich nicht da, wo wir hingehen. Oh mein Gott, das Gleiten in dem Game. Lol, ich dachte gerade, dass wir ihn so auf den Boden gesmasht hat diesen heftigen Sound ausgelöst. Alter. Ich dachte gerade auch. Was kannst du noch tun, Batman? Ich bin überall. Meine Babys kennen jede deiner Bewegungen. Digga, was ist das? Du und deinesgleichen. Ihr seid arrogant genug zu glauben, dass ihr uns zerstören könnt. Samsung S3 Voice Changer. Wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten. Ivy, chill mal deine Hohnsäckchen ein bisschen. Du wirst zahlen, Batman. Dafür hast du meine Babys verletzt. Und dann wird sie jemals auf, über ihre Pflanzen zu reden. Wenn ich mit Batman fertig bin, bin ich hinter dir hier, ein Joker. Da hab ich jetzt aber nicht. Du wirst zahlen, Batman. Dafür hast du meine Babys verletzt. Wenn ich mit Batman fertig bin ich hinter dir her, Joker. Ach, wirklich? Das nenne ich Dankbarkeit, ne? Du gibst ihnen Geschenke, versuchst Chemikalien und schöne Kleider und sie wenden sich trotzdem gegen dich. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzer, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja... Ich werde sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Ich habe eine Armee. Eine Dosis Titan, die für eine ganze Stadt ausreicht. Und eine Tüte Unkraut, Verglichter. Komm und finde mich, wenn du mit Batman fertig bist. Das wird lustig. Du bringst den Wein mit. Ich mach den Salat. Also, der Humor von Joker ist in dem Game noch funny. Ich weiß nicht, wie es in den anderen ist, aber ich glaube, das ist immer noch so. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass der Humor von Joker mich irgendwann enttäuscht hat. Bitte spät. Ich weiß nicht, was ich gegen die Dinger machen soll. Es ist unmöglich, ein Mädchen warten zu lassen, Batman. Oh, das ist so verdammt nervig, wenn du die ganze Zeit irgendeine Scheiße laberst, Ivy. Wetten, da sind jetzt wieder Gegner. Obwohl, nee, Gegner sind das eigentlich drin. Also wenn da Gegner drin sind, dann sage ich unlogisch. Weil... Also bist du endlich hier. Gefällt dir, was ich hier verändert habe? Meine Babys wachsen, Batman. Komm, sieh mal. Boah, sieht jetzt nicht wirklich schön aus, Ivy. Also ich finde schön, dass was anderes. Hier ist schon wieder so eine komische Spinne. Was ist damit? Okay. Irgendwie ein Speicherpunkt? Ich bin einfach weg. Ja. Aber ich finde, es sieht dir gleich viel schöner aus, oder? Ich finde jetzt gleich... Ich google gleich, was man gegen die Dinger machen kann. What I can do? Gott, schnell durch. Nein!
Bist du bereit für mich? Glaubst du, du wirst mit mir fertig? Ich hab dich hier drin. Ich find's. Also ich finde es sehr, sehr freundlich, dass uns ein Weg bereitet wird. Ich bin sehr freundlich. Töte es, töte es, töte es. Oh, das macht mich ganz heiß, Ivy. Ich schwöre euch, Leute. Was hält dich, Batman? Nichts? Keiner kann Ivy widerstehen. Ich habe mich rückversichert, Batman. Sie werden einfach sterben, wenn mir etwas passiert. Seit wann sind hier Cops drin? Wisst ihr das? Weil soweit ich weiß, sind hier nämlich nie welche drin gewesen. Ich glaube, das tötet mich. Ich glaube, das tötet mich. Ich glaube, das tötet mich. Nee. Okay, ich glaube, hier ist der Kampf. Dann speichere ich noch einmal die Aufnahme und rein da. Ich lass dich das nicht zerstören, Batman. Ich habe gesagt, du sollst in deine Zelle gehen. Ich war ein Narr. Ich dachte, die Pflanzen hätten Schmerzen. Jetzt weiß ich, dass sie gewachsen sind. Stärker wurden. Jetzt wachsen wir zusammen. Niemand sagt, von außen schön, aber von innen sau hässlich. Okay, Leute, der Kampf ist sehr, sehr schwer. Okay, jetzt macht sie wieder ihre hässlichen Geschosse. Also man muss den Kampf natürlich erstmal kennen. Also man muss wissen, was genau Ivy jetzt verwendet. Also, wenn du willst, können wir uns ja mal auf einen Tee treffen. Also, ich habe mir jetzt erst heute Chai geholt. Jetzt wird sie wieder klein. Okay, sie hat mich geprankt. Warum werden mir jetzt meine Community-Beiträge angezeigt? Aber der Kampf ist verständlich. Mann, okay. Das ist so asozial, finde ich. Leute, ich spüre, dass das der Try ist. Wisst ihr, ich spüre das in meinen Fingersynapsen. Also, dass der Kampf so hart wird. Dann wird mich den Scheiß verteilen. Also wisst ihr, was schon am Anfang ist, sich nicht von den Pflanzen teilen zu schaffen. Immer noch nicht klein.
Was? Nein, ich hab's gewusst, dass mir das einmal passieren wird, dass die anderen Dinger noch aktiv waren. Ich hasse den Dinger. Ich krieg das nicht hin. Also das finde ich viel zu schwierig. Nein, guck mal, wie sie macht. Sie verarscht mich. Genau. Sie rannt das hier rein und sie rannt das hier. Sollte Mitte ist frei. So, jetzt wird sie groß. Jetzt wird sie groß. Einmal ausweichen, zweimal ausweichen, Battery. Nochmal ausweichen. Nochmal ausweichen. Nochmal ausweichen. Komm, das war der Hit. Weil jetzt war es irgendwie hier Explosivgeld dran springen. Genau, und jetzt kam Phase 2. Okay, noch fieser geht's ja nicht. Doch sehr, sehr schwierig. Ich treffe sie halt nicht mehr, ne? Weil ihr kleinen Jugendviecher mittlerweile so asozial sind. Weil wenn ich nämlich mein Battery werfe... Ich krieg immer einen Hit. Ohne Hit geht's nicht. Okay, bitte. Also eigentlich darf ich jetzt keinen Hit kriegen, aber ich weiß nicht. Gotham? Meine Pflanzen werden dich mit Genuss verschwinden. Okay, Leute, ich hoffe, wir dürfen jetzt in Phase 2 trotzdem wieder kämpfen. Oh, Leute, ich sehe schon, es wird ein sehr, sehr langer Part. Okay, Leute, wir sind zum Glück in Phase 2, Digga, sonst... Der fiesen Kindermaus.
Hä? Ich dachte, das wäre nur Mitte. So wie in den Hardcore Trappy. Manchmal blufft sie auch nur. Ich bin stärker als du, kleiner Mann. Bist du nicht, Mann. Außerdem bin ich immer noch nicht klein. Oh mein Gott. Hey Leute, das war der vorletzte Part und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, ja, was im nächsten Part kommen wird, und zwar der Endkampf.
gegen Joker. Aber Leute, bis dahin, bevor der Kampf kommt, haut rein. Und ja, ich muss mich noch mentalisch drauf vorbereiten. Also morgen kommt es auf jeden Fall. Gut. Bis dann und ciao.